Flaschen sind aber auch mal wieder sehr gut zu, ha? Bin immer noch unter Druck. Schlimm. So. So. Jetzt weiter ja? töten. Gut. Wo ist denn der rechts hin? Irgendwo nach hinten gelatscht. Ich hab ihn dann nicht mehr gesehen können, wo durch die Dunkelheit. Wir sind nämlich, glaube ich, fast da, ne? Ja. Will ich wenigstens die kleinen Scheißer vorher wieder weg haben. Mit dem Kruzifix. Irgendwo lief der doch hier noch rum. Da, 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 vor dir. Ah, er brennt schon. Brenne! Hopp, zurück ins Körbchen. Ist über Lava können die laufen, ne? Ja. Sitz. Eis, was ist dein Lieblingstier? Fabelwesen eingeschlossen. Genau. Wir machen da keine Unterschiede. Hier sind wir letztes Mal gar nicht hingegangen, ne? Hier, ne, das ist ja nur der andere Weg. Ach ja, stimmt. Ja, hier konnte man sich relativ gut zurückziehen, dass das Vieh so nah gekommen ist. Achso, was mir eingefallen ist, ne? Ja. Der, den wir durch die Tür gelassen haben, ne? Ja. Das ist der, der in der Animation ist, wo der Vater auftaucht und sagt, die Runtersohn. Ah, okay. Ich würde mal sagen, der Adler war mir irgendwie voll klar. Ja, Flugtier, ne? Ja. Da einen bestimmten Adler oder Adler allgemein? Weil es gibt ja so viele Arten von Adlern. Ja, da hörst du es doch schon ballern. Ja, jetzt fängt es an mit dem Ballern, ja. Ja, da sind aber noch ein paar kleine. Ich will die kleinen erstmal haben. Mal so ein, zwei herlocken. Eins, zwei, drei, sehe ich jetzt. Eiskopfseeadler. Yeah. Ja, Ehre. Ey. Schon der nächste? Ja, ich sehe dich. Das fette Fieder. Ah, ah, daneben. Kommt ja, die dramatische wieder. Ey, nicht von hinten, Kollege, an meinem Mann. Lexi. Boah, da ist noch eins. Ja, es ist furchtbar mit den Viechern. Nee, 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 nee. Drück auf deinen Platz. Und von Fiana? Das Lieblingstier? Ich muss erstmal was trinken, weil er schon gemeckert. Ja, mach das. Oh, der Dicke kam ein bisschen näher. Ja. Oh, was ist mit dir passiert? Okay, meine Flasche ist leer. Lose Cola rein. Hätte ich auch mal machen. Einen fetten Snickers. Rechten Seite haben wir noch so einen Wichser. Oh, hinter uns. Hinter uns? Oh ja. Oh, zwei. Ah. Ja, ja, weicht man, weicht man. Führe das Kreuz. Ey, aua. Das
das für ein Geräusch immer? Keine Ahnung. Das ist auch richtig. Ich habe keine Lust, von hinten noch Besuche zu bekommen. Nicht? Okay, verständlich. Lieblingstier von mir ist Katze und Wellensittich. Wellensittich, okay. Was? Wieso Wellensittich? Also Katze kann ich irgendwo noch verstehen. Jetzt so, ne? Als Tier. Wellensittich? Alter! Vielleicht ist das, wenn das Vieh runterspringt? Könnte gut sein. Da ist noch drüben noch ein kleiner. Der kommt da an, hier flitzt. Und da brennt das Miststück. Ende. Meld sie dahin. Komm, mach endlich die Grätsche. Ja, fein. So ein guter Dämon. Sollte jetzt nicht so klingen mit warum denn nicht, sondern einfach warum so allgemein. Wir können natürlich also auch einfach durch. Hund, Katze versteht sich irgendwie immer von alleine. Genauso wie Wolf oder jetzt so ein Adler oder ein Papagei. So Wellensittich habe ich persönlich noch nie gehört, deswegen. Da drüben ist noch ein kleiner. Rechts. Habe ich eben den langlaufen sehen. Ich habe kurz gesehen gehabt, aber. Hört nicht, dass die große Vieh hierher kommt. Mm. Wenn ich es gerade irgendwie nicht so ganz sehen kann. Hängt es bestimmt an der Decke. Wo ist das blöde Vieh? Ah, da ist er ja. Ja, ja, ja. Oh, hinter dir, der Große. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Au. Alter. So, aber mein absoluter Liebling ist natürlich mein knuffiger Berner Sennhund. Aber Adler finde ich stolze Tiere. Einfach nur die Freiheit genießen. Hast du einen Berner Sennhund? Das ist ja cool. Er muss mir mal Bilder von ihm schicken. Wieder der kleine Scheißer. Das ist ganz viel. Komm her, du kleine Ausgeburt. Einfach so, okay. Na, warum nicht, ne? Richtig. Ja, hätte ja jetzt irgendwie so sein können oder so, ne, aber. Ich habe mir das jetzt wieder ein bisschen heller gemacht, sonst sehe ich nämlich nichts. Oh, es hat sogar noch zwei Wellensittich, nur zwei Papagei. Mann, du hast ja einen halben Zoo. Also zur Info, Sackratten gehören nicht dazu, ne? Okay. Da wollen wir einfach durchlaufen. Ich würde das Vieh eigentlich schon gerne versuchen zu legen. Okay. Aber so aus Prinzip. Aus Prinzip, okay. Wenn es dann nicht anders geht, dann können wir ja nochmal durchlaufen, aber. Hm. Wo ist der kleine Scheißer, weißt du? Also, ich hatte. Einer ist mir gefolgt, ich glaube, das war der. Ich hatte nämlich noch. Da dachte ich, du hättest das gesehen. Na, okay, komm, dann lass mal. Fette Schnecke platt machen. Die fette Schnecke. Usa. Ja, ja, brenne. An der Decke. Medizin, Mhm. Brauche ja auch immer so ein bisschen zum Aufladen. Kleiner Scheißer ist jetzt nicht aufgetaucht. Nein.
Ich habe das Gefühl, wenn der da hinten immer hingeht, dann lädt er sich wieder auf. Oh. Über dir. Hm. Okay, musst du zu Betsy wechseln, ich hab keine Pistolenmunition mehr. Er wird gleich springen, ey. Boah, der. Du kannst dem aber auch nicht ausweichen. Ist aber auch nicht weit werfen, ne? Nee. Kannst auch nicht gegenlaufen. Hallo. Muss nachladen. Au. Oh. Lass mich. Oh, ich bin down. Okay, ich ziehe mich schnell zurück. Dieses Vieh, ey. Hier ist es nicht da. Könnte ich bitte Sheila haben? Ah, es ist noch über dir. Hm. Nicht wieder meine Frau schlagen. Gibst du sofort. Alter, erwischt es mich noch. Hä? Ist es noch nicht mal da? Hä? Das hatte ich vorhin auch. Schnell Medizin warten. Wie viel hast du noch vom Tod? Ja, drei Viertel. Wird schon wieder oben. Okay. Nee, lauf! Geh weg da! So. Voll in die Fresse geschossen. Ich muss kurz warten, bis die Medizin wirkt. Ach, jetzt kommt der kleine Scheißer an. Ja, super. Die hat ihn gefressen. Die Granate. Wo ist die nicht? Da oben, ey. Oh, jetzt muss ich nachladen, echt. Wir meine Medizin. Ziehen, ne? Das Vieh kommt schon wieder. Na, das hängt oben an der Decke. Ja. Oh. Ah, müsste so teilweise erwischt haben. Egal, wo du hinläufst, ja. Ne? Boah, gleich nochmal. Das Gefühl, ich treffe das Vieh noch nicht mal mit Betsy. Ja, die Granate hat's erwischt. Pass auf. Granate ist unter ihr. Riss Granate! Oh Mist. Oh. Kannst du aber wirklich nicht ausweichen. Boah, ich lieg schon wieder. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht.
Ne, Medizin, hallo. Wo ist das? Ich möchte hier eine Sniper, ey. Ja, oder Sheila. Weißt du, von Rampart mal ausleihen. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Und Lobas Armreif wäre hier ganz praktisch. Da lang, da lang. Taktischer Rückzug. Jetzt hat mein Charakter auch noch Hunger, lol. Sie kommt jetzt hierher. Dann essen wir mal kurzzeitig ein Happy Meal. Habe ich hier irgendwie was? Nein. Ich muss da ganz reingehen. Mal wieder schick aufgeladen. Eine schicke Dose. Ich hau mir einen Fisch rein. Oh ja, das wäre nicht verkehrt. Das wäre definitiv nicht verkehrt. Ich muss vorher erstmal das Feuerzeug ausrüsten. Oh, jetzt ist das Ding oben und ich habe eine Granate geworfen. Das kannst du noch nicht mal irgendwie hochwerfen, die Flasche. Komm runter, du Drecksvieh. Es fällt gerade runter. Es ist tot? Es bewegt sich auf jeden Fall nicht mehr. Es ist tot. Okay. Pistol hat's gerissen. Die letzten Schüsse. Egal. Meinst du, damit wir sicher sind? Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Hat mir doch keine Medizin. Ne? Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so gut, also, ne? Mhm. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir noch eine halbe Stunde hier sitzen und das Vieh killen wollen. Wie hässlich das Vieh ist, ne? Ja. Ekelhaft. Das kann auch nicht meine Mutter lieben, beziehungsweise da reicht es noch nicht mal, wenn du einen Schnitzel um den Hals hängst, damit der Hund mit dem Vieh spielt. Aha. Dann gehen wir mal da hin, wo... Ich bin ja schon mal da hingelaufen. Ist der hier irgendwo mal gewesen, wo er... Das komische Drecksvieh sich da... Aber wo er ist, den habe ich aber auch nicht gesehen hier. Partout nicht. Ich habe eben irgendwas gehört. Kann auch die Lava gewesen sein. Aber hey, das Drecksvieh erledigt. Yay, 10 Punkte. Naja, dann gehen wir mal da hinten durch. Schauen. Oh. Okay. Juhu. Sehr spektakulär. Also ich hätte jetzt eigentlich irgendwie noch was Spektakuläres erwartet, ja, wenn man das Vieh dann gekillt hat. Aber so... Okay. So, Leute, wir sind auf fremden Faden. Aha. Jetzt kommt wieder ein Punkt, wo wir noch nicht waren. Hier ist viel von diesem komischen Metall. Mhm. Ein Durchgang. Und da hinten sehe ich eine goldene Tür. Keep your friends close. Errungenschaft freigeschaltet. Guck mal an, wer ist denn da? Ah. Ist wieder einzeln. Ja, unter uns waren noch gar keine.
Jetzt nicht von hinten anbumsen. Ja, entschuldige. Alter, was für ein krasses Ding, ne? Was? Aber habe ich das bei dir richtig gesehen, dass die Virginia gestorben ist? Ja, bei mir ist Virginia gestorben. Oh, krass. Aber was war das für ein anderes Vieh? Keine Ahnung, da waren ja auf einmal noch welche hinter uns und der eine kam ja nicht mehr rein. Der Typ mit dem, der uns bedroht hat mit der Waffe, der kam nicht mehr mit rein. Mhm. Und dann war dieses Vieh und ich bin der Meinung, da hing sein Kopf dran. Hast du das auch, ja? Ah, das ist doch unser Rucksack. Also ich denke mal, wir müssen uns jetzt entscheiden, entweder das da oder fliegen. Na, hier bleiben oder gehen? Ah. Also ich würde ja eigentlich lieber jetzt erstmal fliegen, um zu gucken, wie es so ist. Weil ich nicht weiß, ob man beides jetzt machen kann. Ja. Weil ohne Rucksack keinen bauen, ne? Mhm. Wir haben es einmal geschafft, wir können es auch nochmal schaffen. Ja, beim nächsten Mal können wir ja durchlaufen. Genau. Und dann gehen wir mal hier. Erfolg freigeschaltet. The Through Demons. Hä? Hm? Ihr lebt doch. Virginia ist bei mir. Echt? Ah ja. Was? Aber mir ist sie nicht dabei, weil ich sie ja nicht, weil du ja der Horst bist. War sie wohl nur ohnmächtig. Hm. Aber bitte ganz ehrlich, was ist denn das für ein Ende? Ein komisches Ende. Und irgendwie wirft das nur noch mehr Fragen auf, wie dass sie welche beantwortet. Ja. Vor allem, er hat das Ding ja immer noch in sich. Das ist ja irgendwie nicht raus. Dann das, was wir gesehen haben. Und jetzt einfach hier wieder weg. So, vielleicht kommt ja natürlich nach dem Abspann noch was, ne? Hm. Wissen wir ja nicht. Man kennt es ja schon vom ersten Teil. Oder, weil es ja noch in der Alpha, in der Early Access ist, kommt das, wenn es Full Release ist. Weil sie haben ja auch dem neue Kreaturen eingeführt und Mutanten und so. Ja, ja. Also da kann ja noch einiges. Aber es beantwortet nicht eine einzige Frage vom ersten Teil. Nee. Und auch die Fragen, die jetzt hier bei der sind, keine einzige. Nein. Warum sind die mutiert? Wobei, ich kann es mir mittlerweile denken, durch diesen Würfel. Sie haben natürlich wieder experimentiert, so wie auch in der ersten Insel. Das ist ja klar, aber so diese ganzen anderen Sachen, das wird kommt nichts. Ja, was ist dieser Würfel? Warum waren wir da auf einmal oder konnten in eine andere Welt sehen? Was ist diese Welt? Warum ist dieser Würfel genau da? Etc. etc. Fragen über Fragen und keiner kennt die Antwort. Nicht mal so die Erklärung, wieso, weshalb, sondern vermutete Theorien oder so. Ja. Selbst das ist ja nicht da. Ich sage Fragen über Fragen und keiner kennt die Antwort. Außer Eis, er kennt sie. Ja. Weil er das Spiel mitentwickelt hat. Genau. Er will es nur nicht verraten. Genau. Aber der Heli fliegt ganz schön langsam. Irgendwie wird die Insel nicht kleiner. Nicht wirklich. Ja, Eis, lass mal rüberwachsen, ne? Du kannst uns hier nicht so fragend aus dem Spiel gehen lassen.
Die dürfen jetzt weiterfliegen. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist das Popcorn? Wo ist das Popcorn? WTF? Ich melde offiziellen Protest an. Aber, Alter, was? Wirft aber wirklich viele Rätsel und Fragen auf. Ja, ne? Ich denke mal, auch wenn wir jetzt auf der Insel geblieben wären, es wäre dann einfach okay, die wären weggeflogen und wir wären da geblieben. Boah. Ich kann mir halt wirklich nur vorstellen, dass noch was kommt, bis es Vollrelease ist. Ich will mal schwer hoffen. Wie halt einmal durchrushen. Jetzt. Um zu sehen, was halt passiert, wenn man dann sagt, hier, wir bleiben auf der Insel. Gucken wir uns das jetzt nochmal hier an. Es ist so krass, ne? Na, vor allem, man hat ja gesehen, dass da Bewegung ist. Ja. Aber, richtig. Aber was ich halt so komisch finde, ist, warum zittert unser Charakter so? Ist schon echt übel. So, dann gehe ich jetzt mal hier hinten hin. Nimm mal den Rucksack. Ah ja, Fight Demons als Errungenschaft dann. Die steigen ein, okay.
Bewusstsein!